So, und da sind wir auch zu Level oder zu Folge 10. Okay. So. Ja, als allererstes backen wir mal ein bisschen Eisen und ich nutze mal die Gelegenheit gleichzeitig, um mir noch einen zweiten Ofen reinzuschmeißen. Das kann nicht schaden. Bei der aktuellen Wirtschaftslage sowieso nicht. Was auch immer die jetzt damit zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich doch mal was Einfacheres. So. Oh ja, Kohle haben wir auch ein bisschen. Sehr schön. Und wir können noch 2, 3, 500 Kisten hinbauen. Wäre es nicht sinnvoller, die Öfen hier in die Mitte zu setzen? Das würde auch optisch besser aussehen. Fuck! Das ist schon auf. Okay, zuallererst. Ja, komm, wir bauen noch 2 Kisten und bauen die denn hier links und rechts hin. Und dann bauen wir die Öfen mal ab und bauen die in die Mitte hin. Was für eine Verschwendung von Materialien. Boah, wir haben gar keinen Cleanstone mehr. Das ist natürlich jetzt tragisch bis Oberaffen dumm. So. Wo ist mein Eisen? Dankeschön. Schmeiß mal da oben rein. So, dann werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Kisten bauen. Nochmal 2 Stück. Und dann teilen wir das Ganze nämlich ein bisschen anders auf. Und zwar haben wir hier unsere Wertsachen. Also alles das, was bis jetzt hier drin war. Und in dem ein Kisten kommt nur noch Geröll rein. Also hier kommt Geröll, hier kommt so anderes Baustoffzeugs rein. Hier kommt so Gedöns rein und hier kommt Nahrung rein. Dann haben wir das Ganze mal ein bisschen sortiert. Hä? Oder richtig? So, da, da. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. So. Ne, was war da? Was war denn da? Ne, ich weiß es nicht. Egal. So, auf jeden Fall kommt das auch noch mit da rein. So, wie weit bist du? Ach, heute ein bisschen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Steine. Ja, backen wir die erstmal hier out of order. Dankeschön. So, und die beiden klauen wir jetzt hier wieder rein. So. Ah, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Gut, dann haben wir hier unseren kleinen Balkon. Da haben wir Kisten, Öfen. Und hier haben wir unser Schlafgemach. Genau, Schlafgemach. Wir brauchen Wolle. Wie weit ist denn die Wolle bereits? Das sieht man jetzt so gar nicht. Aber wenn die fertig ist, hat die, glaube ich, so weißes Zeug drumherum. Von daher hoffe ich mal, dass sie noch nicht fertig ist. Oder ich gehe mal davon aus. Kommt der jetzt zu mir oder rennt er einfach so rum? Der rennt einfach so rum. Ein Schwein! Das meinen Namen trägt. Yay! Schweine sind immer gut. Denn mein Schwein hat eine Farm. Ja, ja, auch. So, dann wollen wir mal hier ein paar Bäume abholzen. Ich habe keine Hacke mehr. Ich habe keine Hacke mehr? Da hackst du dir ins Bein, hackst du dir da ja. Ich schaff das. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist doch nicht mehr normal hier. Das ist doch, kannst du da deiner Großmutter erzählen, ja. Das ist doch nicht mehr. Ach, wenn ich hatte noch eine? Ich hatte noch eine. Ich weiß ganz genau, dass ich in meine Kiste eine reingepackt habe. Ich bin so dumm. Na gut, andererseits.
Hacken kann man echt mal gebrauchen. Denn wenn man eins für immer tun wird, dann wollen wir hacken. Von daher ist es dann jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt hier einen umsonst gebaut haben. Früher oder später werden wir sie gebrauchen. Das weiß ich jetzt schon. So, schön. Ich werde jetzt einfach alle Bäume fällen. Dann haben wir mal ein bisschen kleinen Vorrat hier, ein bisschen so an Gedöns, ne? Kann ich schaden. Und am besten würde ich primär erstmal die Bäume abschlagen, die außerhalb meines Bereichs sind. Also, ja, die beiden Bäume hier noch. Ich könnte jetzt eigentlich nachträglich noch meinen Bereich vergrößern. Aber wie gesagt, muss nicht sein. Und ja, das Schwein habe ich gesehen. Es ist doch gleich dran. Komm zu Papi, komm zu Papi, komm zu Papi. Yay! Danke. Dann ist er ja. Oh! Wow, 2-8er, gut Knecht. So, mal ein bisschen ärgern, guten Knecht. Einfach noch ein EN ran zwischengeknallt. So, haben wir gleich noch ein bisschen Wurz, hier Samen. Ne? Und ich meine damit nicht die Samen, die ihr gerade dachtet, sondern. Lass ich meine Bäume hier stehen? Ich weiß nicht. Macht das Sinn? Ah komm, die Bäume können natürlich auch hier bleiben. Komm, lass. Ganz ehrlich. Fuck off. Fuck the shit in the ass. Do it, do it. Ja, ich hab's genau gewusst. Gut, dann nehmen wir die etwas schlechtere mal in die Hand und packen die andere mal hier in die Kiste. Baustoff. Da kommst du rein. Ich hatte doch noch so Baustoff. Wo ist mein ganzes Holz hin? Hatte ich schon den großen Stack hier? Are you kidding me? Oder waren das die Bretter, von denen ich so viel hatte? Ja, die Bretter hier. Oder habe ich noch ein bisschen Holz vor der Hütte? Du kommst mal raus. Ah, oh, ne. Okay. Interessant. Gut. Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Ist auch egal. So, Futter. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Ansonsten, ja, du hast auch noch da rein. Du kommst nach unten. Stöcker kann ich immer gebrauchen, Metall werde ich immer gebrauchen. Da haben sie auch noch relativ wenig. Ach ja, stimmt ja. Ha, der Rest ist ja noch hier im Ofen. So, genauso wie hier. Nee, da ist nichts drin, ne? Das ist sehr schön. Du kannst da rein. Fackeln haben wir ja mehr als genug erstmal. Holz haben wir auch noch ein bisschen. Ja, ansonsten. So viel Metall muss ich nicht mit mir rumschleppen. Da laufe ich nur Gefahr, dass wenn ich sterbe, das alles liegen lasse. Das wäre nicht so gut. Von daher lassen wir das mal lieber hier in der Kiste. Ein bisschen kann ich mir mitnehmen. Oh, guten Knecht hat das Spiel bereits wieder verlassen. Dem hat dir wohl nicht gefallen, dem netten Herrn, ja? Immer diese Leute, die hier so auch bei Erwartungen haben. Was hat denn hier oft? Wir brauchen was zu essen. Ach komm, nehme ich mal komplett mit. Ganz ehrlich. Äpfel kann man. So, seht ihr, jetzt können wir hier die Äpfel abernten. Und dann werdet ihr gleich sehen, oder bald sehen, dass die nachwachsen. Und das ist doch schon relativ nice. Die Kisten hier, die will ich am liebsten hier nicht. Die baue ich mal ganz kurz. Ah ja, geht ja nicht, muss ich erstmal leer machen. Ist das Binner. Ah gut, komm. Packen wir mal alle Tiere rein. Ah, da, da, da. Ne, die Kisten, die will ich nämlich da hinten an die Wand stellen. Da stören sie weniger. Die sind ja einfach. Oh Gott. Ah, leck mir am Arsch hier einfach alle Rinne, mein Kackinventar. Ich hätte sowieso geil mehr jetzt. Ich packe nur noch da unten hin, damit wir es auseinanderhalten können. Und schon bin ich voll. Der McDonald's hat gefahren. Ja, ja, ja. So.
Da kommt die eine hin. Können wir gleich mal auch beladen. Ach, hier haben wir. Hier haben wir auch noch was. Könnte ich gleich mit reinnehmen. So. Achso, gut. Okay, hatten wir ein ganzes Deck. Aber der kann da rein. Dann kann der weiße Sand wieder raus. Okay. Oh, mein Arm. Es ist draußen schon wieder so scheiße dunkel. Ich glaube, die Kamera ist auch schon wieder komplett am Frame Rate unterm Limit. Da, 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 da. Was noch? Du, du. So, das war's. Bam. Perfekt. Eigentlich könnte ich auch. Wisst ihr was? Hier kommen. Oh, damit jeder weiß, dass er sich hier bedienen kann. Und das ist noch ein Ausschild. Hier wohnt Ronix. Perfekt. Hat der eigentlich so irgendwo mal was von mir gesagt? Nee, ne? Nö. Halbguten Knecht. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's erstmal mit dem Level. Dann würde ich erstmal kurz für Toxiana gehen. Da würde ich mal kurz das Licht einschalten, damit meine Kamera mal wieder. Oh Gott, man sieht mich ja gar nicht mehr. Ha! Da hinten ist mein Bildschirm schoner. Da. Ja. Einfach so eine grüne Geschichte. Aber die Framerate, die geht eigentlich sogar noch. Ich dachte echt, das ist jetzt stockiger. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.